Oh, sobald ich reingehe, zum Glück habe ich die Aufnahme direkt angeschmissen. Was ist also herausgefunden? Im Schloss sind viele Hermesblaster versteckt. Ja, Bauboy, derjenige, der es bemerkt hat. Wahrscheinlich hat Alexei es zurückgelassen. Wo ist es halt zu zerstören, Judy? Wenn wir das eher Ungleichgewicht auf dem Planeten ein klein wenig verringern, wird es gegen den Artefagus einfacher, oder? Ja, da hast du recht. Ich werde auch gehen. Oh, wie kommt's? Wenn wir es nicht zerstören und stattdessen den Kern nehmen, müssen wir es wirklich zerstören? Können wir es nicht irgendwie deaktivieren? Es könnte klappen, theoretisch, aber es gibt keine Garantie, dass niemand versuchen wird, es zu reaktivieren. Ein Blaster, das nicht funktioniert, ist schließlich genauso unangenehm wie kein Blaster. Moment, ich sagte doch, ich komme mit. Oh, warte, Yuri, lass uns auch gehen. So, also nicht. Mal wieder mit allen hier reden, gucken, ob hier irgendwas los ist. Ich würde sagen, da wir ein klares Ziel haben, gehen wir erstmal hier rein. Bevor ich, weiß nicht, hier noch weiter umschaue. Aber es ist offensichtlich, dass wir wieder einen Punkt erreicht haben, wo wir, weiß nicht, voll viele Quests machen können. Also muss ich wieder durch die ganzen Städten hier durchgehen und ja, mit allen sprechen, alles auf den Kopf stellen und ja, das wird, weiß ich nicht, spannend. Keine Ahnung. Auch so, auch seitdem ein bisschen nervig. So, gehen wir erstmal hier rein, weil wie gesagt ganz offensichtlich was zu tun. Ach komm schon, warte auf mich. Ihr alle wartet hier. Ich meine, in Ordnung, aber ich komme mit. Nein, du wartest hier auch. Wenn du und Judith alleine geht, werdet ihr sofort gefasst. Sollt Judy und Rita etwas mehr zutrauen, meinst du nicht? Aber es wäre doch viel einfacher, wenn sie sich keine Sorgen machen, wir müssten von den Wächtern erwischt werden. Judith, warte auf uns. Nein, komm nicht mit uns. Wir warten dafür. Also dann, Yuri, wohin gehst du? Oh, nur spazieren. Ich komme mit. Nein, bleibst hier und hältst die Stellung. Ist das wirklich zerstören? Wie Yuri schon sagte, egal wie sehr die Menschen schwören, dass sie kein Blaster benutzen werden, die Versuchung ist zu groß. Es wird unweigerlich einer auftauchen, der das Blaster eher benutzen will. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass es nie wieder funktioniert. Verstehe, dann haben wir wohl keine andere Wahl, als zu zerstören. Also, ganz so ist es nicht. Wirklich? Wenn wir den Kern der Blaster entfernen, kann man es nicht mehr benutzen. Wir können den Kern herausnehmen und in einen Geist umwandeln. Dann werden wir aus dem Schneider. Ist das nicht Diebstahl? Ja, deshalb sollten wir das alleine machen. Nein, ich glaube, nun bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu einer Komplizin zu machen. Wir müssen jetzt so anstellen, dass niemand weiß, dass wir den Kern haben. Bringen wir doch das Lager und alles drumherum in Unordnung. Dann merkt keiner, dass der Kern fehlt, meint ihr nicht? Gute Idee. Vielleicht zerkratzen wir noch den Blaster-Körper. Das ist wohl die einzige Möglichkeit. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du meinen Plan so schnell begriffen hast. Was redest du da? Es war ein Kinderspiel herausfinden, was du im Schilde führst. Du wolltest Estelle und die anderen nicht mit hineinziehen, stimmt's? Obwohl das wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen. Ich, tut mir leid. Komm schon, die Mühe hättest du dir nicht zu machen brauchen. Du hättest alles einfacher haben können, wenn du nur Flynn und seiner Hoheit davon erzählt hättest. Möchtest du auch mit uns mitkommen? Ist da jemand? Hoch, das ist wohl mein Aufruf, die Mühe zu verlassen. Nun, da wir alle hier sind, lass uns kräftig zupacken. Ja. Seid doch irre. Ah, Yuri. Was soll denn der ganze Krach? Guten Morgen, die Herren. Yuri Lowell. Natürlich steckst du dahinter mal wieder. Ja, könnte sein, in der Tat. Was, Yuri, du meinst? Ah, wie unverfroren. Er steht unter Arrest. Hey, Carol, alter Mann, lass uns abhauen. Was?
Wenn das machen die Mädels alles kaputt, ne? Ob die jetzt regeln können? Ja, dank dir. Rita, was ist in der Tasche? Ist das ein Geschenk für mich, weil ich so schlau bin? Was? Gar nichts. Kannst du es ihm sagen? Wir sind jetzt alle Komplizen beim Kerndiebstahl. Wie? Was meinst du mit Diebstahl? Warte, du wusstest? Ach, verstehe, dann ist das dein Blastjahr-Kern. Wie konnte ich zu einem Dieb werden, ohne es zu bemerken? Tut mir leid, Carol. Naja, lass uns verschwinden, bevor der Blong wiederkommt. Judith, das ist... Ach, danke dafür, dass du die Blast ja nicht zerstört hast. Oh, ein überraschendes Zeichen der Demut deinerseits. Aber warum? Du hättest doch vorher kein Problem damit, Blast jetzt zu zerstören. Ich wollte nur, dass du mich magst. Das glaube ich nicht. Du machst Spaß, oder? Ja. Du. Als ich allein war, konnte ich sie nur zerstören. Aber nun weiß ich, dass man sie auch anders um Blast ja kümmern kann. Ich kann mich auf dich verlassen, oder? Na klar. Okay. Oh, passiert was. Kannst du nicht schlafen? Hm? Nein, nein. Nachdem wir ihn alle Fagus besiegt haben, werden wir wohl alle getrennte Wege gehen. Ich soll zurück ins Schloss. Ja, das werde ich wohl müssen. Was willst du tun? Beim Wiederaufbau vom Aspion mithelfen, denke ich. Dann helfe ich auch mit. Ein Prinzessin kann aber nicht einfach das tun, was ihr gefällt. Ich nehme an, Aspion ist jetzt wirklich kaputt oder so. Ich weiß da noch gar nicht. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Bleiben wir Freundinnen, auch wenn ich wieder im Schloss bin? Estelle, sobald du wieder im Schloss bist, wirst du mich völlig vergessen. Nein, ganz sicher nicht. Selbst wenn seine Blödheit Kaiser werden sollte, wirst du genügend zu tun haben. Ein Kaiserreich zu führen ist eine Menge Arbeit. Du wirst nicht mehr einfach das tun können, wozu du Lust hast. Tag für Tag wirst du dich um neue Dinge kümmern müssen und mit dem Problem anderer überhäuft werden. Und all deine Erinnerungen an mich werden in die entlegensten Ecke deines Gedächtnisses gedrängt und verfliegen wie Sand im Wind. Aber ich werde dich besuchen. Was? Ich sagte, ich werde dich besuchen. Rita, versteh mich nicht falsch. Nicht, weil ich mich einsam fühle oder so. Ich verstehe schon, Rita. Du bist ein guter Mensch. Jetzt soll man mit aufhören. Ich bin nicht mal ansatzweise ein guter Mensch. Was behaupten alle gute Menschen? Einfach nur so. Nur gute Menschen handeln wie schlechte, so wie du zum Beispiel. Da könnte man wohl von den meisten unserer Gruppe sagen, oder? Aha, ja, das stimmt. Das trifft auf alle von uns zu. Macht dir was aus, wenn ich nochmal frage? Willst du immer meine Freundin bleiben? Wenn du mich nicht vergisst... Das werde ich sicher nicht. Dann bleiben wir also für immer Freundinnen. Für immer? Für immer und ewig. Oh Mann, das ist aber eine lange Zeit. Ritas beste Freundin. Estelles beste Freundin. Ah, cool. Ship. Ich nehme an, Juri war am Grinsen, aber ich konnte es nicht sehen wegen dem Kostüm. Aber putzig. Die beiden werden nur so was von geschippt wahrscheinlich, ne? Hm. Oh, ich kann mal hier rein. Endlich. Hey. Was für eine Reaktion ist das denn? Komm schon, das ist das Zimmer der Prinzessin, Mann. Hier ist alles... Hier hat sie also gelebt. Es ist unschicklich, das Zimmer einer Dame anzustarren, Carol. Als ich das erste Mal hier war, hat man mich mit einem Schwert vor der Nase bedroht. Das war nicht unbedingt als Drohung gemeint. Wow, schaut sich einmal all diese Bücher an. Ich liebe es zu lesen. Das habe ich erst zur Hälfte durch. Es ist das seltsamste, unterhaltsamste Legende eines namenlosen großen Piraten. Pirat, da werde ich hellhörig. Welcher ist es denn? Zeig mal. Hm? Oh. Was ist denn, Betty? Dieses Buch, das ist die Legende von Grand Clay. Der Grand Clay?
Jawohl, der große Pirat, der die Piratengilde Schlangentraum gegründet hat. Der Legende nach hat er das Paradies namens Garten des abnehmenden Monds gefunden. Das heißt, die Mare Stella und die Mare Schema sind der Schlüssel, um es zu finden. Hm, es ist also nicht nur ein wertvoller Plunder zum Verkauf. Es ist eine berühmte Piratenlegende. Ich habe daran gedacht, selbst danach zu suchen. Und dieses Buch verrät uns wie. Lass mal sehen. Wir schippern also zum Zentrum des Ozeans, halten den Schlüssel hoch und sagen: Kennet die Stille des Ozeans zwischen blühenden Korall und leuchtendem Gestirn? Sterne, Korallen, das Buch könnte wahr sein. Nee, da ist was faul. Sind wir sicher, dass es nicht nach der ganzen Sache geschrieben wurde? Aber dort wäre wirklich Korallen unter den Sternen zu sehen. Das bedeutet, dieses Paradies könnte es wirklich geben. Jawohl, im Piratenleben einen ordentlichen Schatz, Paradiessuche. Die Abenteuerlust ist mir geweckt. Ein Paradies, wirklich? Wo ist denn deine Vorstellungskraft, Rita? Ey. Ich bin bei unbestätigten Geschichten nur etwas misstrauisch, okay? Dann fahren wir hin und bestätigen sie. Also Schluss mit Schwatzen zur See. Ruhig Blut, stör Patty. Weißt du überhaupt, wo es hingeht? Jawohl, zum Zentrum des Ozeans. Und wo genau ist das? Ah, die Marcella ist bei Zaude, nicht wahr? Vielleicht finden wir dort einige Hinweise. Ja, da kann ich aber nicht hin, weil diese beiden Tussen da noch warten und mich fertig machen. Hey, wurde die Gegend um Zaude nicht früher Nabel der Welt genannt? Gilt doch ziemlich zentral. Seltsamerweise steht im Buch nichts über das eigentliche Paradies geschrieben. Schätz mal, weil Worte ihm nicht Genüge tun. Schon gut, sparen wir uns die wilden Spekulationen für Zaude auf und schauen wir mal, was wir finden. Okay, aber erst einmal gucken wir uns noch hier in Estelles Zimmer um. Weil warum nicht? Aber jetzt leider nichts. Schade, vielleicht irgendwie so ein verstecktes Objekt oder so, keine Ahnung. Neues Kostüm für Estelle, weiß ich nicht. Den Schlawanz von ihr oder was weiß ich. Oh, hier passiert was. Hat ihr was dagegen, wenn ich mich kurz entferne? Ich möchte mit dem Magier über die Geisterumwandlung sprechen. Klar, nur zu. Ihre ganze Blastia-Vorschrei wird bald ohnehin ziemlich nutzlos sein. Okay, ich werde versuchen, nicht zu lange wegzubleiben. Rita hat die Gruppe verlassen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir suchen die erstmal, weil bevor wir durchrennen, mit allen sprechen, aber glaube ich irgendwie müssen die. Oh, gute Frage, wo ist die? Mit was für eine Geisterforscherin hat die geredet? Okay, keine Ahnung. Jetzt hier übernachten, keine Ahnung. Hey, du warst vorher nicht hier. Verdächtig. Oh, jetzt ist tags. Geh ich mal zum Baum. Bestimmt da, ne? So, das ist grob gesagt, worum es geht. Ach, das hört sich ja schlimm an. Geister, hm? Du meinst also, wir sollten uns nicht mehr mit dem Blastia-Forschung befassen? Die Menschen können ohne Blastia nicht leben. Mir gefällt diese Idee ganz und gar nicht. Ihr nehmt den Rund recht voll für einen Haufen Amateure, den unterfinanzierte Forschung niemanden interessiert. Was hast du gesagt? Wollt ihr Streit? Ich bin nicht hergekommen, mit eure kleinkartigen Streitereien anzuhören. Könntet ihr eure Gefühle vielleicht ein paar Minuten lang außen vor lassen? Jedenfalls ist es so, wie ich gesagt habe. Sehr bald schon werden die Magier unsere Blastia-Forschung nicht mehr einfach so fortsetzen können. Ich dachte, das solltet ihr wissen. Wir können nicht akzeptieren, was du sagst. Mag vielleicht Aspios bester Kopf sein, aber trotzdem bist du noch ein Kind. Erwachsenen fällt es nicht leicht, auf einen so jungen Person wie dich zu hören. Mehr steckt da nicht hinter.
Darum geht es ja aber nicht. Erwachsene haben ihre eigenen Art, Dinge auszudiskutieren. Überlass das nur uns. Richtig, wir wären mit diesen Starkköpfen auf und schon fertig. Tut mir leid, los gehen wir. Sollen wir wirklich schon aufbrechen? Ich meine, ja, gehen wir. Ida hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay. No, noch was. Hey, es ist die Heilerin. Hallo. Die Blüten des Baums sind so rot wie immer. Die Sache mit dem Fluch der Braut ist wirklich immer schade. Ich bin davon überzeugt, dass du Unrecht hast, Yuri. Unrecht? Unrecht womit? Dieser Schleier, er hat mir erzählt. Okay. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein herzensguter Prinz namens Jar. Er liebte Blumen und Insekten, den Mond, die Sonne und die Sterne am Himmelszelt. Eines Tages fand Jare einen Samenkorn. Er trug diesen Samenkorn zum Gipfel eines großen Hügels und pflanzte es dort ein. Das Samenkorn begann zu sprießen und wurde zu einem langen, schlanken Baum, der jedoch einfach nicht blühen wollte. Der ungeduldige Premierminister sagte, was soll ein Baum, der nicht blüht, fällt ihn, doch Jare entgegnete. Er blüht zwar nicht, wächst aber mit aller Kraft, um ihn zu fällen, wäre ein schreckliches Vergehen. Beim Klang dieser Worte nahm der Baum die Gestalt einer jungen Frau an und erschien vor Jare. Er verliebte sich sofort in ihre weiße Haut und ihre schöne Gestalt und bat sie einen Vollmondnacht, ihn zu heiraten. Nach ihrer Hochzeit waren die beiden so glücklich wie noch nie zuvor. Doch der Premierminister, der über diese Hochzeit wütend war, ließ die Frau erbarmungslos aus dem Schloss werfen. Jare zog sich traurig in sein Schloss zurück und weinte Tag und Nacht um seine verlorene Liebe. Als die Frau davon erfuhr, reckte sie ihren Stamm und ihre Äste, bis aus den Astspitzen einen reinen weißen Blüten sprossen. Jare sah es von Schlossfenster aus, hörte auf zu weinen und verließ zum ersten Mal wieder das Schloss. Als er unter dem frischen Blüten saß, hörte er die Stimmen seiner Braut. Weine nicht, du wirst mich immer hier antreffen können. Da begriff Jare, dass seine geliebte Braut in Wirklichkeit der Baum gewesen war, der die Gestalt einer schönen Frau angenommen hatte. Als er die Rinde des Baums, den er geliebt hat, sanft küsste, wurden alle Blüten leuchtend rot. Aus diesem Grund sind die Blüten des Baums ein Symbol für ewige, unvergängliche Liebe. Fantastisch, deshalb sind die Blüten also so rot. Ist das also in Wirklichkeit gewesen? Fräulein, danke für diese wunderschöne Geschichte. Es war mir ein Vergnügen. Die Geschichte solltest du auch dem Bürgermeister erzählen. Mann, das habe ich ja alles überhaupt nicht gewusst, Estelle. Ja, wann hast du denn das alles herausgefunden? Naja, ich habe es eigentlich überhaupt nicht herausgefunden. Ich habe es mir ausgedacht. Aber du hast doch gesagt, der Schleier habe ich dir erzählt. Das war eine Lüge. Es tut mir leid. Ich habe einfach nur den Schleier angeschaut und plötzlich kam mir diese Geschichte in den Sinn. Fantastisch, Estelle. Du hast ein echtes Talent dafür, die Geschichten auszudenken. Ein verborgenes Talent, Wunder gibt es immer wieder. Oh, haha. Hast du schon einmal daran gedacht, Geschichten für Kinder zu schreiben? Nein, eigentlich nicht. Du kannst nicht zu so etwas zwingen. Schließlich bist du ja die Prinzessin, Estelle. Ja, das ist wahr. Geschichten für Kinder, Es kann eigentlich nicht schaden, einmal darüber nachzudenken, oder? Sagen Erzählerinnen Titel halten. Cool. Oh. Hier ist es, das Dorf der Blumendecke. Ach, dieser zerflatterte alte Wälzer? Könnte ich es mir vielleicht ausborgen? Natürlich, von mir aus gern. Ist doch bloß ein altes Buch mit technischen Kauderwelsch, den ich nicht verstehe. Vielen Dank. Überhaupt keine Ursache. Ich kann euch nie genug dafür danken, was ihr für diese Stadt getan habt. Okay. Gut, damit haben wir schon mal ein Buch, ne? Fehlen noch vier. Cool. Oh. Ah, du bist Rita Mordio. Du kennst mich? Dann bist du ein Magier aus Aspio sein. Was führt dich hierher? Oh, ich bin auf der Reise und habe nur zufällig hier Station gemacht. Entschuldigung, kann ich vielleicht einen Blick in das Buch hier werfen? Das ist eins der Bücher, die wir brauchen, oder? Was, dieses hier? Natürlich kein Problem. Hey, das ist Impfung. Epajups Diskurse über Ea. Keine Ahnung. Was, du hast von diesem Buch gehört?
Ich hatte es in mein Haus stehen. Wahrscheinlich gehörte es der Person, die von mir darin wohnte. Aha, ja, verstehe. Übrigens, Aspio kann ich nicht mehr betreten. Das ist irgendwie weg. Also ich kann da nicht rein. Und diesen Turm, der da aus dem Boden geschossen kam, den kann ich auch irgendwie nicht betreten. Also ja, das habe ich festgestellt. Und ja, ich hoffe, da war nichts Verpassbares mehr oder so, weil sonst kriege ich Probleme. Ah ja, ja, verstehe. Es war voller verschlüsselter Botschaften, die ich nicht verstand. Also fand ich es nur mäßig interessant. Und so schenkte ich es dem Erzmenschen, der es haben wollte. Immumf Ip Majub, das ist Hermes, das war sein Pseudonym. Was, echt? Bedeutet das, dass Hermes in Aspio lebte? Vermutlich, ja. Schon wieder hast du uns so etwas Wichtiges verschwiegen. Tut mir leid, ich war mir bis jetzt nicht sicher. Naja, was soll's. Was soll das alles bedeuten? Ich verstehe gar nichts. Das sieht wie rein zufällig angeordnete Buchstaben aus. Es ist verschlüsselt. Ein paar Mal wollte ich den Schlüssel knacken, aber persönliche Aufzeichnungen und so werden oft verschlüsselt, aber doch nicht wissenschaftliche Arbeiten. Am Anfang des Buches steht meiner Tochter gewidmet und dann versuche ich es zu lesen. Es scheint sich eher um eine Herausforderung für seine Tochter zu handeln als um persönliche Aufzeichnungen. Ja, das glaube ich auch. Verstehe, was war ein lächerlicher Name von einem Forscher? Er wusste nicht mal, wozu seine Blaster fähig waren. Ja. Jetzt reicht's mir. Ich werde mich hinsetzen und dieses Buch entschlüsseln. Bitte lasst mich haben. Klar, nimm's ruhig. Ich kann es ohnehin nicht lesen. Warum hast du es dann gelesen? Du liest gerade wieder was anderes. Also, keine Ahnung. Wenn ich den Schlüssel kann, klar, suche ich die Tochter und gebe ihr das Buch zurück. Gut, ich werde es diesem Blaster Blödmann zeigen. Hermes Notizen. Okay. Alles klar. Warum kann ich das jetzt? Ich hätte jetzt gedacht, sie wird jetzt direkt lesen. Ein Bild da. Nee, ist nichts. Warte, ich habe eine Idee. Muss ich übernachten? Ich muss ja übernachten, dann liest ihr das, ne? Pass auf. Erstmal gucke ich noch hier. Also die ganze Stadt hier auf den Kopf drehen. So, gut. Ich werde mal übernachten. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, ich höre keine Übernachtungsmusik. Ah, ich bin gut. Wie sieht's aus? Irgendwelche Fortschritte? Hier Seite etwas ist etwas unterschiedlich, aber ich glaube, die Buchstaben im Text wurden mit einem Schlüssel verschoben. Es dauert nur seine Zeit, den Schlüssel zu finden. Worum geht es denn in dem Buch? Zuerst dachte ich, Hermes wäre ein durchschnittlicher Magier, der sein Wissen in die Dienste des Bösen stellte. Aber er war ein redlicher Magier, der vom Potenzial der Blaster und Air träumte und sich nur von der Neugier leiten ließ. Und was bedrückt dich dann so? Hermes Notizen sind voller interessanter Dinge. Zum Beispiel etliche Formeln für Zauber, von denen ich noch nie gehört habe. Hermes war so ein Genie, sogar im Vergleich zu dir. Ich gehe zwar nur ungern zu, aber das stimmt. Ich war schockiert, so viele Ideen und Beobachtungen zu lesen, auf die ich selbst noch nie gekommen war. Und anscheinend notierte er auch eine Formel zur Zerstörung von Blaster, die außer Kontrolle geraten waren. Hermes war sich voll und ganz bewusst, dass die Anzahl von Air auf dem Planeten steigen könnte. Er verstand die Gefahren der Blaster, die er kreiert hatte. Ja, verstehe. Ja, das ist der Grund, warum er Magie studierte, um die Blaster in diesem Fall zerstören zu können. Wenn es so einen Zauber tatsächlich gibt, solltest du ihn verwenden. Ganz egal, wer oder wie, Hermes suchte jemanden, der diesen Zauber für gute Zwecke einzusetzen vermochte. Er war auf der Suche nach jemandem, der seine Arbeit fortsetzen würde, deswegen hinterließ er diese Notizen. Wäre nicht seine eigene Tochter die beste Nachfolgerin? Oh, wenn seine Tochter nicht mit Magie umzugehen weiß? Oder vielleicht... Wir werden nie auf einen grünen Zweig kommen, solange wir nur Hypothesen aufstellen. Ja, aber auch wenn es etwas ist, das der Zerstörung von Blaster dienen sollte, könnte man es durchaus für andere Zwecke einsetzen, glaubst du nicht? Ja, das stimmt schon, aber du hast recht, wahrscheinlich könnte außer mir kein einziger Magier diese Formel je sinnvoll einsetzen. Vielleicht nehme ich sie doch. Hey, ich bin sicher, Hermes würde sich darüber freuen. Das sagst du nur so. Nein, ich sage das, weil ich glaube, dass es wahr ist. Ritter lernt Negativ-Tor. Ah, Negative Gate. Kenn ich aus, Tales of the Abyss.
Oh, oh, der ist gar nicht mehr hier. No, ich übernachte noch mal hier. Ah, okay. Oh, Buch. Hier ganz hinten in dieser Kiste. Ja, Stadtplanung für hektische Großstädte. Wir haben gefunden, was wir suchen, aber es ist niemand da. Was sollen wir machen? Wir klauen. Sagen wir möchten uns gerne dieses Buch ausleihen. Das geht doch in Ordnung, oder? Ich habe keine Einwände gehört. Nehmen wir das Buch und gehen. Ich weiß nicht, wer diese leise Stimme hätte hören sollen. Buch aus dem Hauptsitz von Ritter aus Williard. Alles klar. Das zweite Buch. Cool. War der Besuch bisschen noch nicht umsonst. Bis jetzt habe ich hier noch nichts gefunden. Nope. Und schon sagen, war verdächtig teuer, ihr 400 Geld. Und da passiert sogar was. Du willst doch nicht etwas springen, oder? Sehe ich so deprimiert aus? Wie sieht's aus, als würdest du dir Sorgen, das Plastik in deinem Herzen machen? Anscheinend kann ich nichts von dir verbergen, Junge. Tut mir leid, dass ich es versucht habe. Verdammt, warum lasse ich zu, dass mich sowas nach all dieser Zeit so fertig macht? Du möchtest gerne weiterleben, oder? Das ist nur natürlich. Oh, ja. Das wäre nur allzu natürlich, nicht wahr? Hast du dich gerade daran erinnert? Dann solltest du so schnell wie möglich mit Rita reden. Ja, ich bin nicht allzu scharf, auf dem Mädchen Dank zu schulden. Also werde ich darüber nachdenken. Hör zu, Raven, das hier ist ernst. Möchtest du nicht ein gutes und anständiges Leben führen? Mein Leben gehört den heldenmutigen Vesperia. Ich werde euch nicht hängen lassen. Hab's den Jungen versprochen. Und wird es nicht langsam Zeit, dass du ins Bett gehst? In Ordnung, ich lasse dich in Ruhe, alter Mann. No. Ich glaube, der hat Schmerzen. Gehen wir mal direkt nochmal. Na, oh. 400 Geld aus dem Fenster geworfen. Na gut. Kommt noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich rausgehen? Nein, okay. Luke, exzellenter Schwertkämpfer, schwieriger Charakter. Tia, geübt in phonischen Arts, verwendet Projektilwaffen. Jade, bewandert den Arts im Umgang mit Speeren. Ennis, geübte Puppenspielerin. Guy, wachsam und agil, schwache Verteidigung. Natalia, exzellente Bogenschützin, sehr gut mit Erholungsarts. Ash, sieht immer wütend aus. Schon wieder Anspielungen an Tales of the Abyss, was? Ich glaube, Tales of the Abyss war echt der Vorgänger von diesem Spiel. Kann kein Zufall sein, dass hier so viele Anspielungen auf einmal auftauchen. Aha. Hier irgendwo müsste es sein. Oh, hier, hier. Die Legende der sinkenden Sande. Na gut, aber dieses Buch gehört doch der Gaststätte, oder? Ja. Kann ich etwas für euch tun? Naja, es geht um dieses Buch, dem Regal hier. Oh. Dieses Regal ist voller Bücher, die unsere Gäste hier vergessen haben. Um ehrlich zu sein, haben wir gar keine Verwendung für die Dinger und abgeholt werden sie auch so gut wie nie. Das ist halt sehr praktisch. Ihr könnt mit allen Büchern in diesem Regal machen, was ihr wollt. Ihr könnt also eins davon mitnehmen? Natürlich, bedient euch. Das Regal fühlt sich recht schnell und wenn es voll ist, müssen wir die Bücher wegwerfen. Gut, dann nehmen wir es mit. Danke. Legend von sengenden Sande. Fehlen gar nicht mehr viele. Zwei Stück fehlen, glaube ich, noch. Cool. Ausgezeichnet. Wenn ich jetzt nur den Namen nochmal wüsste, dann könnte ich vielleicht mich irgendwie besser vorbereiten und aber nicht sowieso durch alle Städte noch mal durchgewechselt hier wohl finden, oder? Oh. Ein Drache ist in unserer Stadt. Wisst ihr, wem er gehört? Er ist mein Freund. Sein Name ist Baul. Cool. Er ist ziemlich groß, aber verglichen mit Kronos ein kleines Würstchen. Kronos, wer ist das? Wo? Er ist genau hier, Dummerchen. Kronos ist das Intellektuelle, das unsere Stadt beschützt.
Das wussten wir aber auch schon, Carol. Meinst du diese große alte Qualle? Das ist keine Qualle, mein Herr. Etwas mehr Respekt, bitte. Krone ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass es eine ganz schnell in einen Intellexia passen könnte. Ja, cool, was? Sogar ein Ball passt rein. Er heißt Baul. Wie auch immer, wen interessiert das? Kronos ist viel besser. Das ist ein ganz schön loses Mundwerk, Junge. Für wen hältst du dich eigentlich? Was soll das heißen? Ich sage nur die Wahrheit. Judith, sag was zu ihm. Alle Intellexer müssen ihre Rolle spielen. Keine ist besser oder schlechter als andere. Ja, das sagst du auch nur, weil du nicht zugeben kannst, dass dein Intellexer bereits verloren hat. Baul hat gar nichts verloren. Wenn du so sehr darauf aus bist, könnten wir das gleich erklären. Mit Vergnügen, aber heul nicht, wenn du eine Niederlage einsteckst. Judith, los. Ach, ich muss also deine Kämpfe ausfechten? Das nervt. Wir machen ein Rennen. Es fliegen eine Menge Punkte am Himmel. Wer alle einsammelt, gewinnt. Gib dein Bestes. What? Okay. Steuere Ball und sammle Punkte in der Luft. Sammle alle 10 Punkte in der verfügbaren Zeit. Es gibt zwei Punktarten, rote und gelbe Punkte. Rote geben einen Zeitbonus. Sammle rote Punkte nacheinander, um die Gesamtzeit zu verringern. Such das Spiel möglichst kurzer Zeit zu beenden. Okay. Gewesen, es wird mir auf der Karte angezeigt, wo die sind. Wo ist es? Wo ist es? Er soll angeblich einer sein. Geschafft. Ich glaube, ich muss 35 haben, ne? Ich war genau 34. Was meinst du? Cool, was? Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch bessere Rennen, die ich dir zeigen kann. Was, du willst noch einmal rennen? Ja. Okay. Level 2. Level 2. Sieht jetzt nicht so schwierig aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Nur als Punkte auf der Karte sind das, was mich ein bisschen verwirren. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil es ist jetzt nicht so schwer wie das verkackte Repeat-Rennen. Also kann ich nur sagen, das ist machbar. Aber sind die letzten beiden super. Ja, okay, nochmal. Ich kann doch nicht mal neu starten, ehrlich. Ich bin immer noch unter der Zeit. Was machst du jetzt? Okay, keine Ahnung. Mal so lange weiter. So schwer ist das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wissen, wo die verkackten Dinger sind, ey. Oh Gott, mein Fernseher schon wieder abspacken. Und so ein grünes Flimmern hier bei den Bergen. Ist ein bisschen unfair, dass die Dinger irgendwie mit den Städten verschmelzen hier. Die gleiche Farbe haben auf der Karte. Bin ich nicht so nett. Ja, bis jetzt sieht das machbar aus. Ich glaube, da oben bei dem Eis, ne? Ja, also da kann man jetzt nicht so viel vermasseln, ehrlich gesagt. Ja, voll einfach. Was zum? Ich hätte nie gedacht, dass du das schlagen könntest. Und jetzt, Junge, gibst du, dass du verloren hast. Auf keinen Fall, ich habe noch mehr für dich. Mensch, der Junge weiß einfach nicht, wann Schluss ist.
Das erinnert mich an jemanden. Aber ich muss zugeben, das war gar nicht so schlecht. Hey, du hast mal was jetzt gesagt. Ja, das ist für dich. Was ist das? Kondensierter Tau aus Kronis Körperflüssigkeiten. Kannst du bald zu trinken geben? Er heißt Baul. Was passiert, wenn er es trinkt? Wenn er Dach gegen Kälte empfindlich ist, wird ihn das dagegen stärken. Er kann danach auf Treibeis landen. Wow, du gibst jetzt etwas, das unnützlich ist? Lauf nicht weg, nur weil ihr einen netten Preis gewonnen habt. Ich hätte ja nämlich noch ein viel härteres Rennen. Ja, mach doch, was du willst. Warum spielt Rita noch mal die Mittelsfrau? Okay. Wir haben sozusagen Baul abgegradet, Robert. Also, wenn du noch ein Rennen hast, dann komm her. Dann packe ich. Das ist jetzt alles andere als schwierig hier. So. Ist hier rechts einer, ist ein bisschen blöd. Also eigentlich die ganze Karte auf Nap, ist halt eigentlich voll chillig. So, wer ist die Stadt? Okay. Ich kann halt nicht auseinanderhalten mit den Städten, wenn jetzt eine Stadt ist oder ob das hier so ein Kreis ist auf der Karte. Die Grafik ist gerade unglaublich am Abspacken. Auf mein Fernseher jedenfalls. So, da sind schon die letzten drei. Ich habe noch eine halbe Minute oder so. Komm schon. Extrem einfach. Ich jetzt irgendwie, weil nicht normalerweise sind die Minispiele in den Tales of Spielen nicht so großzügig mit den Anforderungen. Da gibt es noch mehr. Okay. Wieder willst du denn noch? Das ist jetzt nicht. Ist nicht besonders schwierig hier, was ich hier machen muss. Also auch wenn ihr jetzt auseinander packt wie blöde, wenn ich genug Zeit habe und jetzt nicht, weiß ich nicht, komplett vermassel, ist ja trotzdem nicht schwierig. Ein bisschen Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass man die Karte zur Hilfe nimmt oder was, oder will ich mir halt nur ein. Dann hier oben. So, und dann da unten. 1, 2, 3. Voll extrem, obwohl halt wir voll langsam durch die Gegend fliegen eigentlich. Ja, und da. Ich glaube, einer ist so oben, ne? Direkt da könnte mir mich ein bisschen Zeit kosten, glaube ich. Ja, man muss einfach nur immer die richtige Route fliegen. So, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden, aber ich habe ja Minus Dinger hier, also müsste ich ja wohl. Naja, schaffe ich noch. Kommen, komm mal. Oh, aber ich jetzt keine Level 5. Okay, das waren jetzt alle, oder? Gib mir was. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffen würdest. Gib doch endlich auf, wir werden mit allen fertig, womit du kommst. Nicht, dass das etwas damit zu tun hätte, Rita. Verdammt! Hat ich das jetzt überzeugt? Sowohl Kronis als auch Baul haben ihre Stärken. Das stimmt, sie brauchen sich nicht miteinander zu messen. Das Argument hättest du von Anfang an bringen sollen. In Ordnung, ich gehe mich geschlagen. Echt? Endlich hast du es kapiert. In Wirklichkeit, ja. In Wirklichkeit war ich neidisch auf dich und deinen Drachen. Wie kindisch, aber schließlich bist du noch ein Kind. Das ist so, so cool, hoch oben durch die Lüfte zu gleiten. Ach, ich weiß, was du meinst. Hier, kommt wieder und macht noch ein Spiel. Ich möchte bald wiedersehen. Er heißt Baul. Na schön, wenn sich alles etwas beruhigt hat, lasse ich dich auf Baul fliegen. Echt wahr? Spitzenmäßig, ich warte auf euch. Nicht vergessen, ich warte hier, super Drachenreiterin. Okay, ich nehme an, dafür haben wir das gemacht. Ultra rot Umhang, der ist auch schon nicht lange. Lass mich mal ganz kurz gucken, haben wir ein neues Rennen? Muss ja mal checken.
Weiß. Nö, alles klar. Wahrscheinlich fertig. So muss das sein. Das Spiel wurde mir gezeigt und dann sofort erledigt. Nee, ist schon nicht Ultra Drachenreiter oder wie auch immer es war, ne? Perfekte Harmonie zwischen Geist und Körper. Du und dein Partner schweben aber durch die Lüfte. So, wir können jetzt in Eis landen. Da ist auch was, ne? Das muss ja auch irgendwie was helfen, ne? Ich gehe mal jetzt hier speichern, bevor ich hier weitermache. Oh. Du stehst hier. Es wird erzählt, dass ihr mit der Intellekt der Welt irgendwas im Schilde führt. So, wie du was sagst, hört sich an, als würden wir was Schlimmes tun. Wir haben Intellekt dazu gemacht, sich in eine andere Form zu verwandeln, in sogenannte Elementargeister. Dadurch können wir unsere Kraft zunutze machen. Dies wird uns helfen, den Alephagus zu vernichten. Ja, ich verstehe. Es ist genau, wie ich es mir gedacht hatte. Ja, ich hatte bereits den Verdacht, dass ihr daran arbeitet, den Alephagus zu besiegen. Immer diese beeindruckenden Unterstellungen. Habe ich recht oder nicht? Vielleicht interessiert es euch zu hören, dass unser Volk in Betracht zieht, zur Oberfläche hinabzusteigen. Zur Oberfläche hinabsteigen? Vielleicht ist die Zeit darauf reif dafür, dass Kronos, das Intellexia, das Mjorso durch die Luft trägt, sich in einen Elementargeist verwandelt, um euch bei euren Unterfangen zu helfen. Haltet ihr das nicht für wahrscheinlich? Ich muss zugeben, dass dies auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre. Die Ungeduldigen unter uns sind bereits zur Oberfläche hinabgestiegen. Wo sind sie denn hin? Das weiß ich nicht. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass sie nur schwer zu übersehen sind. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Man kann Kritia bereits in fast jeder Stadt der Welt antreffen. Kritia können überall leben. Sie sind ein sehr praktisches, veranlagtes Volk. Oh nee, sag mir jetzt nicht, ich muss noch mal durch die ganze Welt rennen und die suchen oder so. Boah. Ich bin jetzt nämlich schon so gut wie fertig hier mit alles zu untersuchen. Hier ist noch irgendwas. Aber du bist also zurückgekehrt. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Elsa, wieso ist denn das Wandgemälde so versteckt? Ist das nicht das Wissen unserer Ahnen? Ist es denn nicht wichtig, dass alle davon erfahren? Wir haben als ganzes Volk Blastia aufgegeben, damit wir die Fehler unserer Ahnen nicht wiederholen. Dieses Wandgemälde wird zurückgelassen, um kommende Generationen die Folge der Fehler vor Augen zu führen. Das Furcht dieses Wissens könnte unsere Brüder verwirren, verbargen unsere Ahnen das Bild hinter den Mauern. Diejenigen, die das Wissen der Kritia wieder weitergaben, waren die einzigen, denen die Wahrheit anvertraut wurde. Tatsächlich? Ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht war es ein Fehler, dies geheim zu halten. Wir werden allen von diesen Ereignissen berichten und gemeinsam eine Strategie gegen den Alephagus ersinnen sollen. Aber es ist noch nicht zu spät. Danke, danke schön, Fräulein Erdbewohnerin. Hallo, kommt ihr alle? Na los, was macht denn das Gemälde hier? Oh, nun ja, das wurde von unseren Ahnen vererbt. Hallo, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Moment, was ist denn das? Ist dieses Ding, das da draußen am Himmel schwebt, seht doch nur, alle kämpfen dagegen. Die Kritia tragen auch Speere. Mensch, toll. Was ist denn das in der Tat, Kleiner? Ist das wirklich in Ordnung? Ich dachte, er wollte nicht, dass sie es erfahren. Vielleicht ist es gar nicht so tragisch. Sieh doch, es scheint niemanden etwas auszumachen. Da hast du wohl recht. Wie konntest du so etwas Tolles denn ganz allein für dich behalten, ihr Ältester? Das ist ungerecht. Tut mir leid, Kleiner, aber mein Großvater hat mich gebeten, gut darauf aufzupassen. Er machte ab, aber zu viel Ärger, es draußen zu lassen. Darum habe ich es versteckt. Ach, das habe ich mir gleich gedacht. Ach, nun zu meinen ermutigenden Worten. Die Kritter haben ebenfalls gegen das Monster gekämpft. Und dann haben sie es besiegt. Auch wir müssen tapfer sein. Ich kann jetzt Zugang verstehen. Das ist jetzt, was es heißt, ein Kritter zu sein. Ich könnte einfach nicht wie der Rest meines Volkes sein. Darum habe ich diese Stadt hier auch verlassen. Na schön, halten wir eine Versammlung ab. Wir müssen besprechen, was wir gegen das Monster unternehmen können. Nun entschuldigt uns jetzt bitte. Oh, in Ordnung, dann gehen wir jetzt. Und jetzt gehe ich noch mal rein. Es ist niemand hier. Wir haben die halt gemacht. Oh, gerade sehen. Hallo? Hm, was ist los? Meint ihr, könnt mir das Objekt zeigen, das ihr da habt? Ah, hat vielleicht die Luxus-Spielzeugserie deine Aufmerksamkeit erregt? Oh, also ist es tatsächlich eine davon. Ich bin so neidisch. Was der Menke ist so toll an diesem Spielzeug.
Die sind heutzutage kaum noch zu finden, weißt du? Es ist eine Schande. Oh, was ist ja das gar nicht? Man bekommt sie angeblich bei diesen Kapselautomaten da drüben. Aha, wirklich? Im Ernst? Es ist nur ein Gerücht, wohlgemerkt. Ich habe es versucht, aber ich hatte bisher kein Glück. Und dachte ich dachte, ihr hättet eure vielleicht aus besagten Automaten. Nein, das ist eine Belohnung für die Arbeit der heldenmutigen Pizzeria. Heldenmutige Vesperia? Ist das der Name einer Gilde? Also, wir versuchen uns in verschiedenen Sachen. Eine Gilde, vielleicht dürfte ich euch dann um einen Gefallen bitten. Kein Problem, jeder, der Interesse des alten Ravens teilt, hat etwas verdient. Meint ihr, könnt alle 11 Objekte der Luxusspielzeugserie für mich auftreiben? Aber man kann sie nicht im Laden kaufen, stimmt's? Und wir wissen nicht einmal, ob sie den Kapselautomaten sind. Kann sein, aber es gibt da draußen vielleicht Leute, die welche haben. Und ich habe Gerüchte gehört, dass es anderswo auf der Welt weitere Kapselautomaten gibt. Die kenne ich. Man muss Geld oder anderes Zeug hineinstecken, um etwas herauszuholen. Ah, du kennst dich also aus. Dann suche bitte die Spielzeuge für mich. Natürlich werde ich euch entlohnen. Tiara, eine elegante Tiara. Genau das Richtige für den Adel. Ich habe das einer Kapsel bekommen, aber es ist nicht mein Stil. Junge Dame, das könnte dir stehen. Vielen Dank, es passt ganz gut zu meiner Kleidung. Also wenn wir schon eine Belohnung erhalten haben, müssen wir den Job wohl annehmen. Wir suchen das Spielzeug. Vielen Dank. Hm, warum nicht? Magisches Auge, ja super. Er hat Erfolg gebracht. Lass mich raten, ist die Tiara gut? Sein Gefühl, nein. Ist ein Accessoire? Ist ein Accessoire, okay. Alles klar. Was ist mit dir? Nee, okay. Gut, dann weiß ich nicht. Guck mal, ich habe jetzt alle Städte durch. Gucken wir, was als nächstes kommt.